Ja, ich habe mich vor 2 Wochen, kurz nach Kriegsausbruch, dazu entschlossen, dass ich gerne was tun möchte, dass ich das Ganze nicht nur in den Medien verfolgen möchte, sondern auch den Menschen helfen will, die Hilfe brauchen. Möglichst viel zu sammeln, möglichst hier meine Urne voll zu kriegen, dass ich da morgen so ein richtig fettes Paket abgeben kann bei der Stadt. Und dass es dann auch dorthin kommt, wo es gebraucht wird. Das Geld wird morgen von der Stadt Emmen gezählt, beziehungsweise hier dieses Siegel von der Stadt Emmen wird dann gebrochen, wird dann gezählt unter Zeugen, wird auf das Konto dort bar eingezahlt, auf ein Spendenkonto und von dort dann an die bedürftigen Stellen von der Stadt Emmen weitergeleitet. Also hier ist ab 11.30 Uhr offiziell zusammentreffen, dann trifft so gegen 11:45 Uhr die Polizei ein, die begleiten uns. Das Ganze ist ja über das Land Niedersachsen abgesegnet worden. Das heißt, wir dürfen jetzt auch im Korso fahren, das hätten wir sonst nicht dürfen. Und wir werden mit vorne und hinten mit Polizei begleitet, auf der gesamten Tour von der Polizei Aurich-Wittmund. Und das heißt, wir dürfen auch über die roten Ampel drüber fahren und wir können zusammenbleiben. Das war mir ganz wichtig. Und wir erregen dadurch natürlich auch noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Jetzt geht es von hier aus geht's nach Aurich zur Sparkassenarena. Dort treffen wir gegen 13 Uhr ein. Dort halten wir uns circa eine Stunde auf. Ich möchte ja natürlich auch noch mal ein bisschen sammeln. Und um 14 Uhr geht es dann zum Endpunkt in Emmen auf den Parkplatz der BBS 1 und dem neuen Theater. Es ist erschreckend, was da passiert. Selber kann man wenig machen und in diesem Sinne können wir dieses so ein bisschen uns reinbringen und sehen oder zeigen, dass wir mit dem Ganzen nicht einverstanden sind. Und ich denke, das ist eine super Sache, die die Jungs oder die Mädchen aufgezogen haben und sind wir gerne dabei. Wetter ist schön, ein bisschen kalt, aber okay. Ich finde die super. Ich finde sowieso jede Motorraddemo gut, aber hier jetzt mit der Aktion, gerade jetzt gegen Krieg und so weiter, das finde ich hervorragend. Und Motorradfahrer halten sowieso immer zusammen. Das ist egal, was für eine Aktion das ist. Das ist also Motorradfahrer untereinander, das ist immer, das sind alles, das können auch Fremde sein und trotzdem Freunde. Also das ist wirklich eine gute Gemeinschaft und Motorradfahrer, die stehen auch immer hinter sowas. Die Aktion ist natürlich super geil und wir unterstützen das Ganze, aber wer will denn schon Krieg in Europa? Also ich nicht und meine Kinder natürlich auch nicht. Ich denke, das ist bloß der Anfang, das werden sicherlich noch viel, viel mehr werden. Wir sind heute hier, um zu demonstrieren gegen den Krieg, weil wir das nicht gut finden, was der Putin da veranstaltet. Ich meine, es muss nicht sein, dass Kinder sterben und sowas da hinten. Krieg braucht kein Mensch und dafür sind wir heute alle aufgestanden, um zu demonstrieren. Ja, also ich bin total fasziniert, was hier gerade abgeht, wie viele sich hier eingefunden haben, auch Nicht-Motorradfahrer, ganz viele, die hier zu Fuß oder mit dem Fahrrad sind. Und ja, freue mich, dass die Menschen auch so großzügig in den Spenden waren. Zwischen 1 Euro und 100 Euro. Ganz unterschiedlich. Also die Scheine schlagen schon oben an. Man muss schon ein bisschen nachstopfen. Biker, das ist einfach eine ganz besondere ganz besonderer Zusammenhalt, das ist einzigartig. Deswegen liebe ich dieses Hobby auch so. Hoffe, dass alles gut klappt. Mir ist es immer ganz wichtig, dass alle wieder heile zu Hause ankommen, dass sich alle vernünftig verhalten und ja, sich einfach auch an die ganz normalen Fahrregeln beim Motorradfahren halten. Das ist mir einfach ganz wichtig.